über die Sonate von Leos Janáček wissen wir, dass sie 1914 begonnen wurde und dass es bis zu ihrer endgültigen Gestalt im Jahr 1921 4 Fassungen gab. Die Anfänge dieser Sonate haben, wie Janáček rückblickend behauptete, zu tun mit der allgemeinen Begeisterung für den Kriegsbeginn. Der Erste Weltkrieg wurde 1914 in Janáčeks Heimat Mähren, aber auch in Ungarn, als Befreiung vom Druck der Habsburger Monarchie und der österreichischen Herrschaft empfunden. Der Einmarsch der Russen in Mähren und Ungarn wurde zunächst begrüßt. Zu vermuten ist aber auch und vor allem, dass Janáčeks Sehnsucht nach Liebe eine Rolle spielt, die sich in der obsessiven Zuwendung zu der 38 Jahre jüngeren Kamila Stößlowa widerspiegelt. Eine Beziehung, die erst 1917 begann und bis zu Janáčeks Tod 1928 andauerte. Der zweite Satz der Sonate Ballade genannt, ist sowohl Nachtstück oder Notturno als auch Liebeslied. Auch der tänzerische dritte Satz hat einen lyrischen Einschub. Der vierte Satz, der auf den ersten zurückgreift, ist ein Adagio. Lyrik, Liebeslyrik, Lied und Tanz sind die Grundelemente und der individuell entwickelte Sprachcharakter der Musik. Janáček ist noch dem Zeitalter der thematischen Prozesse verhaftet und seine Musik noch der Tonalität bzw. tonalen Sprachzuständen verbunden. Hier bemerken wir Berührungspunkte zu Isang Yun, insbesondere zum ganz frühen, dem koreanischen Yun und zu dem späten Yun, der Violinsonate. Yuns Violinsonate entstand 1991 im Auftrag der Frankfurt-Feste, die damals von Dieter Rexroth geleitet wurden. Yun beendete die Partitur am 5. April 1991 hier in diesem Hause, wobei er die Spieldauer von Anfang an mit ca. 17 angab. Das ist nicht zufällig seine selbst gewählte Schicksalszahl. Yun wurde im Jahr 1917 geboren, das ist verbürgt, und gab den 17. September als sein Geburtsdatum an. Das wissen wir nicht so genau. Die Sonate dauert jedoch mehr als 20 Minuten. Dass Yuns äußerlich einsätzige Violinsonate biografisch oder sogar autobiografisch motiviert ist, ist offenkundig. Eine dramatische Entwicklung mit vielen Aufschwüngen, die immer wieder abbrechen oder ins Leere laufen. Es ist zugleich eine Lebensgeschichte. Im Vordergrund die Violine, der Protagonist. Der Klavierpart bildet einerseits einen tragenden Grund und reagiert andererseits stets auf das, was von der Violine ausgeht und möglicherweise vice versa. Der dramatischen Entwicklung, wie Yun das nannte, folgt quasi als zweiter Satz Stille und Stillstand, ein reflexiver, langsamer Satz, fast schon im jenseitigen Raum, eine Meditation über den Tod. Der Pianist der Uraufführung, die am 26. September 1991 stattfand, neben Mozarts Violinsonaten übrigens, äußerte im Vorfeld Bedenken hinsichtlich der Dynamik und der Balance zur Violine und hinsichtlich des filigranen, zugleich aber dicht gewebten und verflochtenen und besonders übeintensiven Klaviersatz. Müssen wir mal umdrehen. Noch vor der Uraufführung fühlte sich Yun durch diese subtile Kritik zu nicht unerheblichen Umarbeitungen der Partitur veranlasst. Die Revisionen, wesentlich mehr als bei Yun allgemein üblich, der nur meist nur wenig änderte, beinhalten die Streichung kleiner Zellen, aber auch längerer Passagen des Klaviers, sodass gegen Ende des ersten und vor allem im zweiten Satz die Violine oft unbegleitet zurückbleibt. Auch die Dynamik wurde verändert. Geradezu in Überarbeitungswellen, es gab immer neue Stöße von Partituren,
wo er die Dynamik umarbeitete. Zum Teil ging es dabei darum, die Balance zwischen den Instrumenten auszugleichen, dann darum, dass es insgesamt nicht zu laut, nicht schrill, wie Jun das nannte, werden sollte. Er wollte keine schrillen Töne hören. Das führte dann zu der Eintragung in der Partitur, was er in dieser isolierten Form eigentlich allgemein eher abgelehnt hatte bis dahin. Auch 3F ist stets mit Tonschönheit zu spielen, aber mit gegenüber 2F verstärkter Intensität. Zum Teil hatte die Überarbeitung der Dynamik auch inhaltliche Konsequenzen, berührt den Ausdruck, wenn etwa ein Seitengedanke im Klavier ein Zwischenspiel vom Forte ins Piano gerückt wird. Jun ist Melodiker und er arbeitet mit aus dem Einzelton entwickelten, um den Einzelton changierenden Farben. Das kann ein Klavier nicht abbilden. Daher bedient Jun sich zuständlicher Ton- oder Klangwiederholungen, melismatischer Figurationen, Trillerfelder und, da ein Pianist zwei Hände hat, eigentümlichen Akkorden, so einer gewissen Polyphonie, zumeist aber Gegenstimmigkeit. Im Grunde müsste dieser Klavierpart orchestriert werden. Und das vorzutragen, ist es erforderlich, diese vielschichtige Klangwelt und ihre letztendlich wohl doch koreanisch geprägte Idiomatik zu verstehen. Wenn Aegidius Streif und Markus Stange heute die ursprüngliche Fassung spielen, soll das nicht heißen, dass wir die Druckfassung außer Kraft setzen wollen. Die Urfassung ist aber eine Alternative, eine zweite Daseinsform der Violinsonate von Isang Yun. Aber vielleicht möchtest du, Aegidius, das anders sehen oder etwas dazu sagen. Nein, wir spielen es. Musst du hierher kommen. Markus, ja. Gut, wir spielen diese Version.
Thank you.
dritte Violinsonate von Robert Schumann in A-Moll hat 4 Sätze, entstand im Oktober 1853 und ist das letzte Werk, das Schumann in sein Werkverzeichnis eintrug. Am Rosenmontag im Februar 1854 war der Rheinsturz. Also Schumann sprang von einer Brücke in Düsseldorf in den Rhein. Diesem Sturz folgte die Isolation in Endenich, wo Schumann im Juli 1856 gestorben ist. Dass Schumann relativ spät zur Violinsonate fand, hängt unter anderem damit zusammen, dass er sich systematisch bestimmten Gattungen und Besetzungen zuwandte. Klaviersolo, ein Liederjahr 1840, dann die Symphonik, Großformen. Die Kammermusik mit Klavier erarbeitete er sich beginnend mit dem Klavierquintett, dann Klavierquartett, Trio und danach erst Duo-Kompositionen mit Klavier. Ferdinand David, Freund und Konzertmeister des Leipziger Gewandhauses, schrieb ihm im Januar 1850: Deine Fantasiestücke für Piano und Klarinette gefallen mir ungemein. Warum machst du nichts für Geige und Klavier? Es fehlt so sehr an was Gescheitem Neuen, und ich wüsste niemand, der es besser könnte als du. Schumann kam dieser Bitte erst 1,5 Jahre später nach, im September 1851, mit seiner ersten Sonate für Klavier und Violine in A-Moll, Opus 105 und in 3 Sätzen. Das Werk erschien umgehend im Januar 1852 im Druck. Nur ein mäßiger Erfolg allerdings war die Uraufführung im März durch Clara Schumann und Ferdinand David. Noch 1851 hatte Schumann aber schon seine zweite Sonate in D-Moll vollendet. Sie hat 4 Sätze und er nannte sie zweite große Sonate für Violine und Pianoforte. Es ist zugleich wahrscheinlich zum ersten Mal, dass ein Komponist die Besetzung seiner Sonate für Violine und Klavier in eben dieser Reihenfolge benennt. Virtuose Violine und ebenbürtiger Klavierpart. Schumann hielt diese seine zweite Violinsonate zurück, weil die erste nicht wirklich durchgesetzt wurde. Erst im Oktober 1853 fand in Düsseldorf die öffentliche Uraufführung der zweiten Sonate statt, durch den neu gewonnenen Freund Joseph Joachim und Clara Schumann. Für eben dieses Konzert, zu dem Joachim, der Hofkonzertmeister aus Hannover, anreiste, hatte Schumann den Einfall, ein Begrüßungsgeschenk für Joachim zu machen, eine Gemeinschaftskomposition von dem jungen, in Düsseldorf anwesenden Brahms, Schumanns Schüler Albert Dietrich und Schumann selbst, die FAE-Sonate. FAE, in Erwartung der Ankunft des verehrten und geliebten Freundes Joseph Joachim, schrieben diese Sonate Robert Schumann, Albert Dietrich und Johannes Brahms. Die Vorgabe war ein Motto aus 3 Tonbuchstaben, vermutlich abgeleitet aus einem Spruch von oder über den damaligen Junggesellen Joachim. Frei, aber einsam. F-A-E. Dietrich komponierte den ersten Satz, Schumann die Sätze 2 und 4. Das sind Adagio und Finale. Brahms das Scherzo. Vermutlich war Schumann mit dem entstandenen Werk unzufrieden. Jedenfalls reizte es ihn, die Sätze 1 und 3 neu zu komponieren. Dies noch Ende Oktober 1853. Das ist die dritte Violinsonate, die wir jetzt hören. Sie erlitt das Schicksal auch anderer Spätwerke Schumanns. Man spielte das Stück im familiären Kreis, traute sich aber nicht, es zu veröffentlichen, um die Durchsetzung des übrigen Œuvres nicht zu gefährden. Veröffentlicht wurde dieses Werk ohne Opus 2, WOO 2, erst 1956 beim Schott Verlag.
Es blieb trotzdem lange Zeit aus dem Kanon der Aufführungswerke, der aufführungswürdigen Werke Schumanns ausgeschlossen. Wir hören es jetzt mit Egidius Streif und Markus Stange. Darf ich kurz was dazu sagen? Bitte. Es ist mir ganz wichtig, dass wir in diesem Kreis, den wir jetzt haben, stellen wir uns vor, das ist die Uraufführung. Wir sehen oft Stücke in der Retrospektive. Wir sehen sie im historischen Zusammenhang, also rückwärts geblickt. Wir vergessen dabei, dass Schumann selbst, er war 43 oder wurde dann gleich 43, der hat noch überhaupt nicht daran gedacht, in den Rhein zu springen, sondern er hat genau in diesen Monaten, in diesen Wochen, hat er den Brahms kennengelernt und hat diesen berühmten Artikel, Die neuen Bahnen, geschrieben. Für ihn war dies ein Moment des Aufbruchs. Er hatte das Gefühl, es geht aufwärts. Und in diesem Geist möchten wir euch diese Sonate vorspielen.
Thank you.
vorgeschlagen. Bach. Aber das machen wir nicht. Das wäre eine Möglichkeit. Musst du alleine spielen. Eben. Oder du? Also, wir spielen nochmals das Intermezzo. Ich habe vor 3 Wochen das Geigenkonzert gespielt von Schumann und war überrascht, dass das F, A, E, das wir hier drin.